Hi Leute, herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute spielen wir mal wieder eine Runde Quick Bad Wars. Und ja, hier werde ich jetzt auch ein bisschen erklären, warum und weshalb wir so lange in Videos gekommen sind. Ihr habt es so ein bisschen vorher schon ein bisschen erfahren. Ja gut, was ich jetzt höre wie du. Ich würde aufpassen. Okay, gut. Mein Mate hat erstmal richtig viel Lack. Okay, das ist lächerlich viel Glück gewesen. Ja gut, also erstes Mal das erste Ding. Problem, was war, ist einfach, ich hatte eine Zeit lang keinen Bock mehr. Das muss man jetzt nicht verstehen oder sonst was, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr. So die ersten 2, 3 Wochen oder 4 vielleicht sogar, da hatte ich einfach keinen Bock. Und ja gut, erstmal richtig skillhaft, das alles in mich schön gebaut und alles, ja, läuft auf jeden Fall. Und so in der nächsten Zeit wollte ich sogar was aufnehmen, aber leider ist mein PC einfach kaputt geworden. Wenn ihr wissen wollt, was genau und sonst alles gewesen ist und so, dann könnt ihr es mir gerne in Kommentare schreiben. Dann mache ich noch ein Video, ein extra Video dazu. Oh Gott, du packt ja auch rum. Hey, Junge, langsam haben wir es mal. Wir sind hier nicht bei Boss, bau dich am höchsten, du hast gewonnen. Bekommt man so extrem viel falsch haben, das ist so sinnlos. Ey. Ah, ist nicht egal. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Ja, ich weiß nicht, das könnt ihr jetzt gut finden oder nicht gut. Müssen wir akzeptieren. Ist irgendwie so gelaufen. Und ja, auch gut. Und eine andere Sache, was ich jetzt auch noch sagen wollte, ist, dass ich jetzt ein bisschen was anders machen will, also versuche, dass ich weiß, ich habe schon tausendmal gesagt, aber jetzt ernsthaft mal, dass ich eine sehr spezielle Art sogar diesmal zum Schneiden benutze. Und ja, ich schau mal, also ich sag's gleich, ich bin mir zu 100% nicht sicher, ob ich das wirklich machen will, ob ich das wirklich so machen werde, weil ich habe halt rausgefunden, dass mir das Spaß gemacht hat bei was anderem, und jetzt muss ich noch schauen, ob das hier eigentlich dann gleich ist. Wenn auch denke, ja, schon richtig, macht schon richtig Bock und alles. Deshalb halt vielleicht. Und ja, das werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch dann sehen, weil ich werde es hier auch schon anwenden. Denke ich mal. Und ja, eigentlich hätte ich ja sogar mein PC im 4. Bei der Wahl, Temperatur und alles und so, ja klar, jetzt glaube ich eben. Ich hätte den ja schon am, wann hätte ich den zurückbekommen? Am Mittwoch, Donnerstag war es gleich, Mittwoch, ja Mittwoch glaube ich. Aber ich habe halt irgendwie noch nicht aufgenommen, weil ich aber trotzdem noch immer der gleiche kompetente Typ bin, der das nicht schafft. Er hat ein Dia-Schwert, ja genau. Und ich habe ihn. Läuft auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall klar. Erstmal den Typ mit Dia schon gekillt. Läuft. Ja, was ich noch. Weiß nicht, was gibt's jetzt noch dazu zu sagen? Ja, also ihr werdet, könnt ihr vielleicht auf was Neues freuen. So. Ja, was gibt's jetzt noch? Achso ja, unter der Zeit habe ich auch was Tolles gelernt. Oder gemacht. Bisschen verbessert. Ich werde es zwar noch ein bisschen besser üben müssen jetzt, weil ich das jetzt nicht so gut kann, weil ich jetzt gerade auch eine neue Maus bekommen habe und alles, und da kann ich die Mausgeschwindigkeit nicht runterstellen, und weil ich twittern muss und alles, ist nicht so toll. Ich zeige es euch dann gleich, wenn ich dann nochmal gestorben bin, einfach, weil ich kann es euch jetzt einmal nicht zeigen, weil in Speedrun geht es nicht so schwer, und ja, werde ich schon denken, das ist irgendwas zum Bauen. Aber was? Was ist es? Zeig es uns. Achso, wegen Speedteppich ins Speederfeld weg. Ja, geht auch klar. Jetzt kann ich es euch sogar zeigen. Ja, ich packe nur noch das Gold und das ganze Zeug weg, weil wenn ich jetzt damit runterfalle, ist es auch nicht so geil. Kann man sich gut vorstellen. Ja, komm. Ich weiß, ich mache es jetzt einfach mal hier so drüber, dass ich einfach auch so ein bisschen sonst alles.
Vielleicht schaffe ich das noch irgendwann auch wieder durchgängig. Also mit dem Stack mindestens, weil das auf Switchen ist sowieso das Schwerste. Blöcke in Mitte. Alles klar. Ich kann nicht auf Deutsch schreiben, dass es das ist. Ja, keine Ahnung, wenn ihr vielleicht ein Tutorial dazu sehen wollt oder so. Vor allem, weil das Ding ist, ich muss mich ja auch dran gewöhnen, weil ich kann die Maus, finde ich, ja nicht so schnell umstellen. Das heißt, ich muss auch schauen, wie ich mit meinen Cheatern zurechtkomme. Und ja, das ist jetzt so ein spezielles Ding, aber ich finde, das ist so, wie ich es mache, ist einfach richtig gut. Ist eigentlich schon geil. Deshalb dachte ich mir so, ja, gut, das. Mein Trick angewandt. Und deshalb dachte ich mir so, ja, ich könnte ein Tutorial vielleicht dafür machen oder sowas. Und ja, wenn ihr so Bock drauf habt, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich kann es jederzeit eigentlich machen, weil dann weiß ich auch gleich sofort, ja, das muss ich machen und das könnte ich noch machen und alles. Ja, jetzt schauen wir mal, dass wir mal irgendwo noch hinkommen. Wer lebt denn noch? Ja, der Ronsch ist noch alleine. Okay, wir sind eh das einzige Team, das noch Bett hat. Das ist gut. Eigentlich gelaufen dafür, dass ich jetzt hier so was erzählt habe noch nebenbei. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so gut ab. Oh Gott, ja. Ich weiß, ich könnte es natürlich da ist auch ein Neuschiff, aber ich mache das nur nicht eigentlich so oft, weil erstens wären die Wege nicht so schön. Und zweitens. Doch, ich entwickle gerade eine Variante, die kann ich euch auch zeigen, wenn ich das Tutorial machen soll. Die auch, wo man auch ziemlich schöne Wege bauen kann. Ich meine, dass man das schön hinbekommt, ist eine andere Sache. Aber, also, dass man das richtig hinbekommt, alles, ist dann die andere Sache, aber gut. Nice. Okay. Wir haben die beiden auch noch und dadurch haben wir gewonnen. Mit meinem Herzen doch schön. Ey, das haben wir nice gemacht eigentlich. Ja, und noch ein schön neuer Spruch, den ich auch noch raus möchte. Ach, ist sowas aufgefallen. Ich habe jetzt meine, ja, ich habe meine Maus, meine Tastatur ist ein bisschen umgestellt, weil ich ja nicht an die ganzen Tasten habe. Erzähle ich euch dann gleich in der nächsten Runde noch. Also bis gleich. Und willkommen auch zur nächsten Runde. Ihr seid auf der Map Café, glaube ich, heißt die Map, oder? Ah, die schon. Und ja, deswegen die Entschuldigung so, ja, ich habe mir jetzt irgendwie, glaube ich, die Steuerung so umgelegt, dass ich die 5 auf 5 jetzt F habe. Das kann man verstehen oder auch nicht. Geht sich sogar mit den Blöcken aus, nice. Ja, das ist also, dass ich schnell hinkomme, weil ich müsste jetzt sonst auf 5 hingehen und das ist halt, wenn man sich überlegt, nicht so das Beste. Ach du. Komm schon, dreh dich um zu stören, dreh dich um und zu stören, bitte. Okay, ist auch gut, wenn er so ein bisschen rumleckt. Ist nur ein bisschen. Fällt eigentlich gar nicht auf oder so, nein. Ja, ich kann euch auch zu dem eigentlich auch noch ein Video machen. Ey, ich hatte so viele gute Sachen eigentlich. Ich werde irgendwas davon sicher machen, wenn ihr irgendwas unbedingt sehen wollt, schreibt es lieber noch rein oder so, weil ich habe jetzt eine Steuerung auch. Die kann ich eigentlich weiterempfehlen, gut. Wenn ich, es ist nicht so, es gibt ja Leute, die haben, weiß nicht, was für eine Einstellung, übelst komisch. Aber meine geht eigentlich halbwegs und damit dürfte eigentlich alles so ziemlich zurechtkommen. Und ja, von dem aus schreibt es mir einfach rein, dann kann ich euch das zeigen, weil ich würde das wirklich empfehlen, eigentlich so das grundsätzlich so ungefähr so einzustellen, weil es eigentlich gut zu machen ist. Und ja, wenn ihr halt im Hotkey nicht so gut seid, dann würde ich euch auch empfehlen, das dann anzusehen. Und ja, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, schreibt es mir natürlich in die Kommentare, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es dann wirklich mache. Und ja, das ist jetzt auch im Arsch. Perfekt. Ja, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ja, gut, ich habe auch erwähnt, dass ich eine neue Maus habe. Das ist die Dev oder Chroma. Das hat mehrere Gründe eigentlich. Also ein Grund ist... Nice, das habe ich auch richtig gut hinbekommen. Hat eigentlich mehrere Gründe... Die ich, ja, kann ich euch irgendwie auch gleich erzählen.
Ja, also der eine Grund ist der, dass ich einfach meine Hand einfach nicht mehr für die andere Maus gut geeignet war. Weil ich habe einfach viel zu große Hand dafür. Also ich habe, weiß nicht, ich bin einfach damit nicht zurechtgekommen. Auf das, weil ich einfach damit schon so komisches, irgendwie so manches sowas hatte, einmal weil ich die Maus aufgehoben habe. Aber ja, das ist immer für mich nicht ganz klar gegangen. Ja, und der zweite Grund ist natürlich auch, weil es ist eine gute Maus für Butterfly oder sonst was oder Mausobius oder so, das werdet ihr wahrscheinlich alle eh schon kennen. Ja, gut. Was gibt's noch dazu zu sagen? Eigentlich nichts mehr, oder? Schon mal dran gedacht, dass ich auch noch da bin. Ja, ist anscheinend nicht. Toll, verkackt. Auch gut. Ja, wie es im Butterfly bis jetzt hinbekomme, ich bekomme noch keine Lautschrift oder sonst was hin. Auf das setze ich auch irgendwie drauf gerade, aber ich würde sagen, das geht dann mit Chittern wahrscheinlich doch noch besser einfach. Weil da schaffst du es wirklich durch und Butterfly wäre jetzt natürlich dann besser einfach. Obwohl mir ist noch nie was aufgefallen eigentlich, dass man mit einer Hand irgendein Problem hätte. Ihr wisst ja so irgendwie, Chittern kann es Gefahren geben, sowas. Wie dass man sich irgendwie die Hand irgendwas passiert oder sowas. Das weiß ich nicht. Mir ist nichts aufgefallen, dass passiert was sein sollte oder sowas. Und wenn man natürlich dann doch Schmerz empfindet oder sonst was oder irgendwas sich komisch anfühlt, dann sollte man natürlich aufhören. Das weiß ich auch. Also von dem aus braucht sich keine Sorgen machen oder sowas, wenn es irgendjemand gibt. Keine Ahnung. Oder irgend so ein Schlauer wieder, der das dann in die Kommentare reinschreibt, habe ich auch schon oft genug gesehen. Ja, was noch wichtig ist, was ich noch zu sagen habe, das ist richtig viel eigentlich, ist, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal streamen werde. Zwar nicht auf YouTube, das denke ich nicht, das werde ich dann auch nachher entscheiden, welcher, glaube ich, vielleicht doch mal beides ausprobieren, weil grundsätzlich habe ich mir gedacht, ja, Twitch ist einfach gerade richtig praktisch, aber es könnte ja auch sein, dass mich dann YouTube eigentlich überzeugt. Ich weiß es ja nicht. Okay, warte, ich hab... Nein, Mann! Ja, ich hätte eigentlich auch drüber gehen können und irgendwie so gehen können, aber gut. Ich habe auch schon einiges ausgehalten, aber wahrscheinlich hätte die hinter mir auch ein Schwert. Ja, egal. Ihr könnt mir auch in die Kommentare so reinschreiben, wie ihr es, was ihr so denkt über das, was besser ist. Twitch, YouTube, Stream, alles und vor allem, was ihr überhaupt davon haltet, dass ich das streame. Keine Ahnung. Aber ich habe mir so überlegt, ja, gut, das mit dem, ich habe manchmal nicht so einfach Bock, manchmal einfach so ein Video zu machen, weil ich das dann immer schneiden muss und da habe ich nicht irgendwie nicht so oft so Bock. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich mich getroffen. Okay, bitte, er muss ihn einfach nur zurückhalten oder sowas. Nein, nein, ach so, Mann, als ob. Stimmt ja. Och man, Junge. Okay, ich schau mal, dass ich irgendwie noch durchwasche und sie dann irgendwie rausspiele oder sowas und die dann bekommen könnte. Aber. Ja, perfekt, eigentlich schon. Nein, 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 Mann. Ja, okay, GG war eigentlich trotzdem eine schöne Runde. Noch dazu habe ich nicht irgendwie so Bock, das tausendmal auch nochmal zu erzählen alles. Ja, ach so, wie es noch so die Situation kurz aussieht, so wie ich jetzt Bock dazu habe, ich werde es auch versuchen, irgendwie so schauen, dass ich irgend so einen Rhythmus reinbekomme, weil irgendwie hochladen macht sich einfach nicht gut. Das kann man ehrlich sagen, das macht sich überhaupt nicht gut. Und irgendwie muss man sich doch mal darum kümmern, was. Wie komme ich am besten weiter oder sonst was, weil sonst hänge ich hier ewig rum. Ja, es ist auch hoffentlich jedem klar. Ich will ja, also ihr werdet dann halt sehen, wie es dann aussieht, mit was ich dann genau mache. Ich werde das wahrscheinlich noch extra erwähnen und sonst alles. Aber ihr könnt euch freuen auf jeden Fall. Ich werde versuchen noch einiges zu machen, ein bisschen noch was zu verbessern und sonst alles. Und ja, ich würde meinen, das war es mir von dem Video. Und ciao, bis zum nächsten Video. Tschüss, Leute.